Hallo, in dieses Video werden wir Daten aus Excel in Access importieren. Einmal werden wir mit Daten von Excel eine neue Tabelle in Access erstellen und beim zweiten Mal werden wir unsere Tabelle Kontakte, werden wir dann mit neue Daten, die von Excel stammen, ergänzen. Jetzt fangen wir mal an. Der erste Schritt ist, wir wollen jetzt, bevor wir irgendwelche Exporte oder Importe machen, muss man achten, dass beides, die Quelle, also diese Excel-Tabelle und in Access, wenn die Daten einer bestehenden Tabelle reinkommen sollen, müssen beide, also Quelldatei und Zieldatei, müssen beide geschlossen sein. So, und dann gehen wir hier bei externe Daten und gehen hier auf Excel. Und jetzt müssen wir hier dann unser Pfad eingeben. Also wir gehen hier auf Durchsuchen. So, und ich bin jetzt im Ordner und ich will das ist die Excel-Datei, wo die Daten drin sind. Dann klicke ich die an, oder ich kann sie auch doppelt anklicken. So, und jetzt steht sie da drin. Jetzt kann man hier wählen, was will man machen? Will man die importieren in eine neue Tabelle oder will man die in einer bestehenden Tabelle hinzufügen? Wir wollen jetzt eine neue Tabelle erstellen und deswegen nehmen wir Importieren, Quelldaten, neue Tabelle und dann auf OK. So, und jetzt hier, da Excel mehrere Blätter hat, muss man jetzt wählen, welches Blatt wollen. Wir wollen dieses Blatt, das DE. So, und dann haben wir, sieht man hier schon eine Art Vorschau von was für Daten da drin sind. Dann gehen wir auf Weiter. Hier kann man entscheiden, ist die erste Zeile, hat die erste Zeile Spaltenüberschriften? In unserem Fall ja. Also das heißt, die erste Zeile sind Spaltenüberschriften und ist nicht ein weiterer Datensatz. Auf Weiter. Und hier kommt man jetzt zu den Feldern, zu den einzelnen Feldern, die kann man bearbeiten. Jetzt hat man hier zwei Optionen. Entweder kann man hier schon mal einen Teil der Arbeit machen oder man geht einfach weiter bis zum Ende und dann, wenn die Tabelle fertig ist, kann man dann im Entwurf dann diese Details ändern. Wir machen es mal hier. Also zum Beispiel das Feld ID will ich gar nicht haben, also klicke ich auf Feld nicht importieren. Okay? Das soll übersprungen werden. Gehe ich ins nächste hier bei Hersteller. Herstellers Text ist okay. Modell ist auch Text, das ist auch Text. Startpreis ist Double, also quasi eine Zahl, aber Double ist mir zu groß. Ich mache Single, weil das ist das Land mehr. Bei Türen ist auch eine Zahl, Double ist auch viel zu groß. Da machen wir es auf Byte, weil wie wir wissen, Byte geht nur bis 255, das Land Masse für die Tür. Und bei KW hier auch kann man jetzt wählen Byte, wenn man weiß, dass die Fahrzeuge nie mehr als 255 KW kriegen. Ansonsten, wenn man sicher sein will, geht man auf Integer. Okay, so, und da habe ich dann die Felder gesetzt. Aber wie gesagt, ich muss nicht die Arbeit hier machen, ich kann auch diese Arbeit dann später im Entwurf erledigen. Okay, soweit so gut, jetzt gehen wir weiter. Und hier kann man festlegen, ob man einen Primärschlüssel setzen kann oder nicht. Da wir jetzt in unserer Stufe jetzt nicht wissen, was ein Primärschlüssel ist, machen wir keinen Primärschlüssel. Okay, so, und dann weiter. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, Name dieser Tabelle, und die nennen wir hier auch Autos. Okay, und fertigstellen. So, und das sagt, Importschritte speichern brauche ich nicht und schließen. So, und jetzt haben wir hier eine neue Tabelle, die heißt Autos. Und die hat dann die ganzen Daten, die wir ja gerade von Excel importiert haben. Okay, und jetzt kann ich hier, wie üblich, hier wenn ich gehe bei Start, kann ich jetzt im Entwurf gehen und kann dann immer noch im Entwurf die Sachen ändern, die wir letztes Mal gemacht haben mit Format. Zum Beispiel hier beim Startpreis kann ich jetzt hier ein Format eingeben, zum Beispiel Raute 0 und dann Gänsefüßle auf, Euro. So, das kann ich jetzt machen. Okay. Speicher natürlich. So, und dann sieht man, hier habe ich jetzt die Euros. Okay, also so haben wir jetzt unsere erste Tabelle gemacht. Jetzt, man kann auch, wie gesagt, also wir haben jetzt Daten aus Excel in eine neue Tabelle reingelegt. Jetzt, man kann auch Folgendes machen, wir haben hier schon eine Tabelle Kontakte, die wir schon von damals schon drin haben. Wir wollen die jetzt ergänzen, allerdings nicht hier die Daten abfassen, sondern die Daten sind schon Excel und ich möchte, dass die Daten dann hier, ab hier dann, also die Excel-Daten ab hier dann reinkommen. Okay, und wie man das macht, auch wieder hier schließen und schließen. Und man geht wieder durch den ganzen Prozess, und zwar hier wieder auf externe Daten muss man achten und dann bei Excel. So,
Jetzt muss ich mal hier das suchen, durchsuchen. Da sind wir schon in unserem Ordner. Jetzt habe ich hier Kontakte. Das sind die Kontakte, die ich hinzufügen will. Und okay. Jetzt hier, nicht hier importieren, neue Tabelle. Wir wollen es in einer bestehenden Tabelle hinzufügen. Und nicht in Autos, sondern in Kontakte. Okay, und dann auf Weiter, okay. So, jetzt aus welcher Tabelle kommen die Daten? Aus Tabelle 1. Weiter. Jetzt hier muss man aufpassen. Und zwar, die Spaltenüberschriften in dem Excel müssen identisch sein mit den Feldnamen in Access. Ja? Also zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel in Excel hier nur Name stehen würde als Spalteüberschrift und in Access steht Nachname, dann kann sein, dass man da ein Problem kriege. Deswegen immer darauf achte, dass Vorname, Nachname, also diese Überschriften in Excel identisch sind mit den Feldnamen Access, weil zum Beispiel oft steht in Excel zum Beispiel, oder in einer steht zum Beispiel hier TelNR für Telefonnummer und in der anderen steht dann Telefonnummer voll ausgeschrieben und dann kriegt man solche Probleme. Ja? Deswegen immer achten, dass beide Feldnamen und Überschriften in Excel identisch sind. Okay? Das ist sehr wichtig. Okay, jetzt gehen wir auf Weiter. Hier kann man eigentlich gar nichts machen. Weiter. Und jetzt hier importieren Tabelle Kontakte und dann auf Fertigstellen. Jetzt, es kann sein, dass wir, ich bin hier in der Version 2010, es kann sein, dass manchmal, wenn man schon externe Daten schon importiert hat, dass man jetzt bei diesem Schritt Fehler kriegt. Also ich erkläre es nochmal. Wir haben ja vorhin eine neue Tabelle erstellt in Access mit Daten aus Excel. Wir haben schon also quasi Daten aus Excel importiert. Jetzt wollen wir Daten in einer bestehenden Tabelle hinzufügen und es kann sein, dass wir jetzt Probleme kriegen, weil wir ja schon Daten aus Excel importiert haben. Wenn ja, dann hilft nur eins, das Access beenden und dann neu starten und dann selben Schritt wieder durchführen und dann geht das. Ja, ich probiere es hier jetzt. Wahrscheinlich kriege ich eine Fehlermeldung, nehme ich mal an. Ja, das ist es. Genau, Index außerhalb des gültigen Bereichs. Okay, einfach okay. Das Ganze schließen. Und das Access beenden und neu starten und dann würde das gehen. Wir können es ja mal probieren. Ich beende jetzt das Access. So, jetzt habe ich das Access wieder gestartet. Und jetzt gehe ich erneut auf externe Dateien, Excel. Jetzt gehe ich auf Durchsuchen. So, und wir sind hier bei Kontakte. Und wir wollen es fügen zur Tabelle Kontakte. Und okay. So, und da haben wir wieder dieselben Schritte wie vorher. Ja, und wie ich erwähne es nochmal, also immer achten, dass die Spaltenüberschriften Excel identisch sind mit den Feldnamen in Access. So, weiter. So, hier. Und jetzt fertigstellen. Und schon ist erledigt. Ja, also man sieht jetzt, ich habe nur Access beendet und nochmal gestartet und schon ist erledigt. Weil oft, wenn man schon Daten aus Excel importiert hat, beim zweiten Mal, wenn man Daten in einer bestehenden Tabelle hinzufügen, kommt irgendwie diese Fehlermeldung. Aber jetzt, dadurch, dass wir jetzt Access beendet haben und nochmal neu gestartet haben, gehe das jetzt ganz einfach und schließen. So, und dann, wenn wir jetzt unsere Kontakte aufmachen, da sieht man jetzt, das sind die neuen Daten. Also unsere Daten gingen, wenn ich mich nicht täusche, bis hier und jetzt geht es ab hier und dann haben wir jetzt diese Daten alle aus Excel importiert. Okay? Also das ist mal die zweite Art, wie man Daten aus Excel importiert. Also einmal, indem man eine neue Tabelle erstellt und einmal, indem man die Daten in einer bestehenden Tabelle hinzufügt. Beim neuen Tabelle erstellen, das ist ja ganz einfach, man erstellt da was Frisches, aber wenn man bestehende Daten hinzufügt, muss man aufpassen, dass die Feldnamen in Access identisch sind mit den Spaltenüberschriften in Excel und wie gesagt, wenn man eine Fehlermeldung kriegt, einfach das Access beenden und nochmal starten. Und in beiden Fällen immer achten, dass alle Tabellen, quasi die Excel-Datei und die Access-Tabellen geschlossen sind, bevor man irgendwelche Importe macht. Man kann nicht eine Tabelle offen haben, also jetzt, wenn Kontakt hier offen ist, kann ich jetzt nicht neue Daten aus Excel importieren, weil die noch offen sind. Ich muss die erstmal schließen und jetzt kann ich erst importieren. Es gibt jetzt eine dritte Art, wie man Daten importieren kann aus Excel, und zwar als Verknüpfung. Ja, wir gehen mal hier, externe Daten auf Excel. Und hier eine Verknüpfung. Verknüpfung heißt, dass man eine Tabelle in Access erstellt, dessen Daten aus Excel kommen. Und sobald die Daten in Excel sich ändern,
kriegt Access auch die neuen Daten. Also, hier bei den zwei Möglichkeiten, die wir jetzt vorhin gemacht haben, haben wir Daten aus Excel importiert. Jetzt, wenn jemand, jetzt haben wir die Daten importiert. Jetzt, nachdem wir sie importiert haben, wenn jemand jetzt die Excel-Daten, die Excel-Dateien aktualisiert oder ändert, kriegen wir es gar nicht mit. Die Access-Dateien, die Access-Tabellen hier, die zwei, sind komplett, haben überhaupt keine Verbindung zur Excel-Quelle, wo die Daten herkommen. Ja? Also zum Beispiel hier, ich gehe mal kurz raus, also hier zum Beispiel in Autos haben wir die Daten zwar aus Excel importiert, wenn jemand jetzt in der Excel-Datei irgendwelche neue Autos hinzufügt, ist die Tabelle immer noch wie sie ist. Sie hat überhaupt keine Verbindung zur Excel-Tabelle. Genau hier dasselbe mit Kontakte. Die Kontakte, die wir hinzugefügt haben, kamen von der Excel-Datei. Wenn jemand jetzt diese Excel-Datei aktualisiert und so weiter, bleibt die hier genau dasselbe. Das heißt, wir müssen dann die nochmal neu importieren. Okay? So. Jetzt mit Verknüpfung heißt, dass man Daten in Access hat, man hat sie zur Verfügung, die aus Excel stammen, und sobald die Access, sobald die Excel-Datei aktualisiert wird, werden auch die neuen Daten auch in Access sichtbar. Okay? Und tun wir erstmal schließen. Das heißt hier, wenn man geht auf Verknüpfung, das heißt, man hat eine Verbindung zu einer Excel-Datei. Das heißt, sobald sich die Excel-Datei aktualisiert, sind die neuen Daten auch in unsere Access-Datenbank. Das ist der Unterschied. Während bei denen zwei, sobald man importiert hat, hat man keine neuen Daten mehr. Also man hat, alle Daten sind da bis zum Zeitpunkt vom Import und danach fertig. Haben wir überhaupt keine Verbindung mehr zur Excel-Datei. Und während bei einer Verknüpfung haben wir eine ständige Verbindung zur Excel-Datei. Ja, Verknüpfung. Wir wählen uns eine Datei. Nehmen wir mal wieder die Fahrzeuge. Und dann auf OK. Und dann wählen wir mal jetzt mal DE wieder. Und weiter. Erste Zeile, das ist ja wieder dasselbe. Und dann hier nehmen wir es mal Verknüpfung Fahrzeuge. Okay. Und fertigstellen. So, und ja, haben wir hier die Verknüpfung. Man sieht, die hat ein ganz anderes Symbol. Es ist also keine normale Tabelle. Ist auch so, wenn man reingeht, die Daten sind jetzt von Excel. Allerdings, wenn ich jetzt die Daten Excel aktualisiere, wird das auch hier aktualisiert, während hier bei Autos nicht. Das ist der Unterschied. Und zweitens, der andere Unterschied bei verknüpften Tabellen, man kann gar nichts ändern. Also ich kann jetzt ich kann jetzt gar nichts neu ändern. Ich kann nur Excel ändern. Ja, aber hier kann ich gar nichts ändern. Das heißt, die Verknüpfung ist nur, ich habe nur die Daten hier, die stehen mir zur Verfügung, aber ich kann an den Daten nichts machen. Jetzt fragt sich jemand, okay, was ist denn der Vorteil von sowas? Okay, der Vorteil ist so, nehmen wir an, ich will jetzt Abfragen machen mit diesen Daten, dann kann ich das jetzt machen, weil ich jetzt eine Tabelle habe. Okay? Aber die Daten selber kann ich nicht ändern, die kann ich nur im Excel ändern und dann habe ich die Aktualisierung hier. Wir können es mal gleich probieren. Also hier bin ich jetzt in dieser Excel-Datei, die Quelle, wo die Daten her sind. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwas reinschreibe, ja, so, und dann hier, bla bla bla, und dann hier, dot, 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 und so weiter. Ja, ich habe jetzt die Daten hier geändert und jetzt tue ich Speichern, schließ das und gehe wieder in Access rein. Und jetzt, wenn ich hier die Tabelle doppelt anklicke, dann sieht man, meine Änderungen sind da. Ja, sind alle übernommen worden. Während hier in Autos ist immer noch, wie es vorher war. Okay? Und das ist der Unterschied zwischen Verknüpfung und das. Aber wie gesagt, bei Verknüpfung, ich kann hier die Daten, ich kann hier gar nichts ändern. Und auch im Entwurf, er lässt mich zwar rein im Entwurf, ja, aber ich kann keine Änderungen machen. Sobald ich was ändere, will er, dass ich speichere und er erlaubt mir nicht, das zu speichern. Deswegen kann man eine verknüpfte Tabelle kann man eigentlich gar nicht ändern. Der einzige Sinn von einer verknüpften Tabelle ist, dass man in seiner Access-Datenbank Daten von Excel hat, die immer aktuell sind. Und diese Daten können dann ganz locker in Abfragen oder Formulare oder Berichte verwendet werden. Allerdings, man muss eins achten, man kann diese Daten nicht in Access ändern. So, und das sind die drei Möglichkeiten, wie man in Access Daten aus Excel importiert. Und das ist, der Import aus Excel in Access ist eigentlich eine sehr häufige Sache, weil oft fangen Datenbanken in Excel an, fangen klein an mit zahlreichen Tabellen und so weiter. Und am Endeffekt denkt man, ey, jetzt muss ich eine Datenbank aufbauen in Access und man will ja dann die Daten nicht mehr nochmal eintippen. Ist hier der Import sinnvoll. Einmal als neue Tabelle, einmal als
Das haben wir hier gemacht mit der Tabelle Autos. Einmal als haben wir die Daten in einer bestehenden Tabelle hinzugefügt, in der Tabelle Kontakte, und einmal haben wir eine Excel-Tabelle als Verknüpfung, eine Access-Tabelle als Verknüpfung zu einer Excel-Tabelle erstellt. Und das sind die drei Möglichkeiten, externe Daten aus Excel zu importieren.